Ja, ihr Lieben, es ist soweit. Wir haben jetzt die offizielle Bestätigung bekommen. Jurassic World Chaos Theory geht weiter. Wir bekommen eine zweite Staffel und tatsächlich noch dieses Jahr. Und ich weiß, ihr habt es mir alle gesagt. Ich habe wirklich unfassbar viele Kommentare gelesen. Tobi, das ist nicht richtig, dass irgendwie nur jedes Jahr eine Staffel von Camp Cretaceous erschienen ist. Ich glaube, Staffel 2 und 3 habt ihr genannt. Die wären wohl relativ zeitnah zueinander erschienen. Und dasselbe Phänomen, wenn man es so nennen will, haben wir auch jetzt. Wir haben hier mit diesem Bild die offizielle Bestätigung bekommen. Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory wird diesen Herbst auf Netflix erscheinen. Des Weiteren haben wir noch Bilder geleakt bekommen, die Gerüchten zufolge aus dem allerersten offiziellen Trailer zu Staffel 2 stammen, den wir scheinbar auch noch diesen Monat erhalten werden, was ja auch Sinn ergibt. Ich meine, wir haben jetzt hier den Jurassic June, also genau den Monat der großen Jurassic-Ankündigung. Demnach denke ich mal, wenn wir jetzt schon die ersten Bilder aus dem Trailer gedroppt bekommen, dass dann der Trailer oder zumindest ein Teaser nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Wie ist das denn bei Staffel 1 gewesen? Ich glaube, da haben wir nämlich auch kurz vor dem Release des allerersten Trailers dieses Bild von Darius bekommen, wo er gerade aus dem Auto raussteigt und eben, ja, bedeutungsschwanger ins Nirgendwo guckt. Ich glaube, einen Tag später kam dann auch schon der Trailer raus. Deswegen denke ich mal, dass jetzt zur Veröffentlichungszeit dieses Videos hier werden wir gar nicht mehr lange warten müssen. Allerdings schnappen wir uns jetzt hier noch einmal sämtliche geleakten Bilder und quatschen da einfach mal ganz kurz drüber, was uns die Bilder möglicherweise auch schon über das ein oder andere Gerücht verraten, das wir hier auf dem Kanal bereits besprochen hatten. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Viel Spaß! Ja, Jurassic World Chaos Theory hat schon wirklich so einen Hype, in mir zumindest, ausgelöst. Ich freue mich aktuell sogar noch ein bisschen mehr auf Staffel 2 als auf den kommenden Jurassic 7 Film. Aber Vorsicht, das liegt auch irgendwie nur daran, dass wir einfach von diesem Jurassic 7 Film noch nichts gesehen haben. Wir kennen nur die zwei der Locations kennen wir bisher und wir wissen, welche Schauspieler mit dabei sind. Übrigens haben wir inzwischen auch offiziell bestätigt bekommen, wie viel Geld für diesen Film ausgegeben wird. Und der neue Jurassic-Film, der wird irgendwas über 200 Millionen Dollar kosten. Ich werde es hier gerade mal einblenden, also doch schon eine wirklich beachtliche Summe. Das heißt, jedes Gerücht, das gesagt hat, der Film wird wohl kleiner werden. Das könnte man jetzt hiermit ein bisschen abstreiten, vielleicht nehmen sie aber auch einfach sehr viel Geld in die Hand, damit der Film möglicherweise auch wieder richtig geile Props bekommt. Das würde mich einfach sehr freuen, wenn wir jetzt hier in dem Film, keine Ahnung, wir bekommen einen Baryonyx als Hauptdinosaurier und der ist einfach genau wie der T-Rex in Jurassic Park 1 als komplette animatronische Figur erkennbar. Aber das ist ein anderes Thema, dazu kommen wir noch. Wir werden diesen Monat wohl aber auch noch wirklich den offiziellen Titel des kommenden Jurassic-Films verkündet bekommen. Was zeigen uns jetzt aber erstmal die Bilder der zweiten Staffel zu Jurassic World Chaos Theory? Fangen wir einfach mal hiermit an. Das hier war das Ankündigungsbild, in welchem wir ganz oben in goldener Schrift erkennen können. Jurassic World Chaos Theory, ebenfalls mit dem Jurassic World Chaos Theory Logo links daneben. Unten drunter sehen wir dann ganz groß Season 2 mit der klitzekleinen Anmerkung darunter, Fall, also eben Herbst. Ja, im Herbst 2024 wird die ganze Nummer erscheinen. Gerüchten zufolge im Oktober, davor hieß es allerdings noch im September, ist aber an sich eigentlich auch egal, weil wir bekommen die Serie auf jeden Fall noch diesen Herbst. Das heißt, wir müssen nicht mehr wirklich lange warten. Wie viele Episoden Staffel 2 haben wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt, aber auch hier gibt es bereits Gerüchte, die behaupten, zwischen 12 und 16 Episoden. Was ich persönlich eine sehr komische Angabe finde, was heißt denn zwischen 12 und 16 Episoden, also wie kommt man auf so eine Angabe? Dass Staffel 2 allerdings mehr Episoden als Staffel 1 haben wird, das halte ich dann doch für sehr wahrscheinlich. Über 16 Episoden würde ich mich unfassbar freuen, bei 12 wäre ich natürlich auch komplett mit dabei, aber komm, gib uns 16, gib uns von mir aus 20 Episoden für die Staffel, ich bin komplett an Bord. Des Weiteren sehen wir noch unsere Hauptfiguren. Wir sehen Darius, Kenji, Ben, Sammy und Jess unten in dem Cover stehen. Und ja, die einzige, die hier eben noch fehlt, ist Brooklyn. Ich würde jetzt hier nicht behaupten, dass das so ein bisschen die Theorie zerstört, dass Brooklyn eigentlich immer noch eine gute in der ganzen Geschichte ist. Denn unter manchen US-amerikanischen Videos zu der Thematik hier habe ich auch schon gelesen, naja, Brooklyn ist jetzt hier nicht mit dabei, weil sie eben die Antagonistin sein wird und ich glaube das immer noch nicht. Brooklyn ist hier einfach nicht mit drauf, weil sie ja mit der gesamten Reise unserer Helden aktuell nichts zu tun hat. Sie macht ja irgendwie ihr eigenes Ding, deswegen wird sie hier nicht mit dabei sein. Ich bleibe bei meiner Ansicht,
Brooklyn wird nicht die Antagonistin werden. Wir haben den wirklichen Antagonisten, den wirklichen Widersacher, bisher noch gar nicht kennengelernt. Schauen wir uns jetzt dieses Bild hier mal an, und das Bild bestätigt tatsächlich das, was wir im Video hiervor besprochen haben. Das gesamte Gerücht rund um den Suho Mimus, der soll nämlich anscheinend eine größere Szene mit Ben zusammen bekommen, irgendwo im Westen Afrikas. Und da haben wir ja bereits über ein Spielzeug gesprochen, auf dem wir sehen, wie Ben mit so einem Koffer wegrennt, in dem Eier drin sind. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, das kannst du gerne mal nachholen, da sind wir darauf ein bisschen mehr eingegangen. Auf jeden Fall war ebenfalls hier ein Suho Mimus Spielzeug mit dabei gewesen. Interessant ist jetzt aber, dass wir bestätigt bekommen haben, dass der Suho Mimus aus diesem Bild hier, also aus diesem Foto, dasselbe Exemplar ist wie der Suho Mimus in Staffel 1 von Jurassic World Chaos Theory, da am Ende auf den Docks. Und warum ich das ein bisschen komisch finde, warum sollten die jetzt auf dem Schiff Dinosaurier mitnehmen? Egal was die jetzt vorhaben, scheinbar stimmt der gesamte Leak, dass die jetzt eben nach Westafrika fahren mit diesem Schiff, aus welchen Gründen auch immer. Warum nehmen die jetzt da einen Suho Mimus mit oder vielleicht auch noch andere Dinosaurier? Weil auf dem Bild hier selber sehen wir jetzt auch noch zwei Stegosaurier, die können aber auch einfach selber in Südafrika irgendwie frei herumlaufen. Ich meine, wir haben jetzt ja komplett freilebende Dinosaurier auf dem gesamten Globus. Und scheinbar ist der Suho Mimus hier sogar in einen Kampf verwickelt mit zwei Stegosauriern. Und das sieht wirklich unfassbar cool aus. Und jetzt mal ohne Scheiß, das Design des Suho Mimus, das wir jetzt hier sehen. Ey, ich bin ein riesiger Verfechter vom Spinosaurus-Design aus Jurassic Park 3. Schauen wir uns aber hier einfach mal diesen flossenartigen Schwanz vom Suho Mimus an. Das jetzt noch im Spinosaurus-Gewand, das würde wirklich cool aussehen. Was ich damit einfach nur sagen will, ich bin komplett offen für ein Spinosaurus-Design. Ein bisschen mehr angepasst zu aktuellen wissenschaftlichen Vermutungen mit genau so einem flossenartigen Schwanz. Das sieht zumindest jetzt hier schon echt ziemlich geil aus, und das wäre auch beim Spinosaurus sicherlich eine ziemlich coole Option. Wie der Kampf jetzt hier entsteht, das können wir nur erahnen. Allerdings soll diese Szene jetzt hier auch wirklich schon im Westen Afrikas spielen. Das heißt, da kann ich mir halt noch gar kein Bild machen. Warum nehmen wir einen Suho Mimus mit? Und was genau passiert dann da? Also wie kommt es jetzt hier zu der Situation auf dem Bild? Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung, mehr Infos oder einfach auch mehr Theorien als ich dazu. Schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Switchen wir jetzt zum nächsten Bild. Und zwar können wir jetzt hier sehen, wie Ben, Kenji, Darius, Yes und Sammy vor jemandem stehen, der oder die einen Elektroschocker auf die Gruppe hält, und im Hintergrund sehen wir solche seltsamen Vorhänge. Das Ganze wirkt sehr krass wie so ein altes, verlassenes Krankenhaus. Und ey, ich meine, Jurassic World ist ja wirklich dafür bekannt, immer wieder mal kleine Dinge aus den Büchern mit aufzugreifen. Vielleicht kommen wir wirklich in ein Szenario in einem Krankenhaus, wo wir einen Stromausfall haben. Ich meine, das Bild ist auch relativ dunkel. Wenn das hier wirklich ein Krankenhaus ist, könnten wir wirklich so ein Stromausfall-Szenario bekommen. Die Frage ist eben nur, wer ist denn diese Person jetzt hier, der oder die vor unseren Protagonisten steht und die scheinbar bedroht? Hierzu gibt es jetzt drei Theorien, die ich im Internet gefunden habe. Theorie Nummer 1, das hier ist Bens Freundin, auf die sie jetzt treffen und die einfach aus Sicherheitsgründen zuallererst mit so einem Elektroschocker auf diejenigen losgeht, die sie im Dunkeln nicht erkennen konnte. Das Ganze wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, Darius hat es ja auch gemacht in Staffel 1, als er Ben fast mit dem Elektroschocker eine Ladung verpasst hätte. Allerdings würde ich jetzt hier nicht wissen, warum dann in Staffel 1 angekündigt wurde, dass sie ja in Europa wohnt. Das würde jetzt also keinen Sinn machen, sie aus irgendeinem Grund nach Westafrika zu verfrachten, weil ich glaube immer noch, dass dieser ganze Location-Drop von Europa, der ist nicht ohne Grund passiert. Die hätte überall anders sein können. Warum allerdings Europa? Und ich bleibe dabei, die wollen uns in der Geschichte irgendwie nach Europa bringen, und das Biosyn Valley war nun mal auch in Europa gewesen. Ich meine, dass das miteinander zusammenhängen könnte. Deswegen will ich die Theorie hier schon mal ausblenden, dass es sich hierbei um Bens Freundin handeln könnte. Idee Nummer 3, wir treffen jetzt hier auf den Broker. Also scheinbar gibt es mehr von diesen Brokern, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Das sind allerdings auch nur Gerüchte. Oder wurde das in Staffel 1 wirklich erklärt? Ich habe nämlich so ein Story-Gerücht gelesen, dass diese Broker wohl überall auf der gesamten Welt verteilt sind und quasi sowas sind wie die Chefs dieser verschiedenen Schwarzmärkte. Und davon soll es angeblich 5 Stück geben. Das heißt, es müsste auch 5 Broker geben. Allerdings, da kann ich noch gar nichts mit anfangen. Das wurde einfach nur mal so
in irgendein Forum reingeschrieben. Ich habe keine Ahnung, worauf dieses Gerücht jetzt hier basiert. Und deswegen kann ich die Theorie jetzt auch hier nicht wirklich anwenden. Ich weiß nicht, wer der Broker ist, ob es sich dabei um Brooklyn handelt oder eben nicht. Und wenn das jemand anderes ist, würde die Person dann in so einer Location wie hier mit einem Elektroschocker rumlaufen? Ich glaube, dass wenn der Broker wirklich einer von fünf ist, also einer von fünf Mächtigen, dann werden die sehr wahrscheinlich lange Zeit nicht selber in Aktion treten und alles irgendwie von oben kontrollieren. Deswegen sage ich auch hier ganz klar nein. Da glaube ich nicht dran. Die letzte Theorie besagt, dass wir hier Brooklyn wieder treffen und sogar, dass das, was wir hier sehen, kein Elektrostab ist, sondern eine Prothese, die sich auf Brooklyns Stumpf befindet, auf dem Arm also, wo sie ihre Hand verloren hat. Und dieses Gerücht geht darauf ein, dass man sich hier mal die Blicke unserer Nublar 5 angucken sollte, die doch alle relativ überrascht sind, und Darius' Blick selber, der fällt auch genau auf die Stelle, also auf diesen Elektroschocker, der laut dem Gerücht eben Brooklyns verlorener Arm ist. Und wir wissen ja, dass sich Darius unfassbar viel Schuld daran gibt, was mit Brooklyn wirklich passiert ist. Demnach könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Allerdings sollten das hier wirklich Bilder aus dem Trailer sein. Sollte man uns das Aufeinandertreffen der Nublar 5 mit Brooklyn bitte nicht im Trailer vorwegnehmen. Ich persönlich hoffe einfach, dass wir es hier mit einer Person zu tun haben, die unsere Helden vielleicht erst in Afrika kennenlernen, wo wir als Zuschauer noch verkauft bekommen, okay, das ist eine der guten Figuren, und dann bekommen wir eben mit, ach nein, doch nicht, die gehört mit zu den DPW-Verschwörungen und geht dann auf einmal gegen unsere Helden, und deswegen haben wir auch diese verdutzten Blicke. Und auch zu diesem Bild könnt ihr mir jetzt sehr gerne eure Theorien schreiben. Was haltet ihr generell von allen Bildern, von den Leaks? Was denkt ihr über die Gerüchte, die ich euch eben gerade vorgetragen habe? Schreibt mir alle eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Sieg.